Hallo, ich bin Helga von Trotzdem Dasein. Heute spreche ich als Trauerexpertin vom Happiness House zu dir. Das Thema, mit dem ich mich heute befassen möchte, ist Dankbarkeit. Ich habe gerade einen Blick in ein Fotoalbum geworfen und da sind natürlich viele Erinnerungen konserviert. Erinnerungen an Orte, wo ich war, Erinnerungen an Feste, Erinnerungen an Familienfeiern, Erinnerungen an Begebenheiten, aber auch eben Erinnerungen an Menschen. Und einige von diesen Menschen sind nicht mehr in meinem Leben. Das kennst du sicher auch. Da sind Blick in Fotoalben, wo man in frühere Zeiten abschweift in Erinnerung und auch sich ein dankbares Gefühl auch ausbreitet in einem. Dankbarkeit für eine gute Zeit, die man hatte. Dankbarkeit für damals, für die Begleitung auf dem Weg in den Urlaub zum Beispiel. Dankbarkeit, dass diese Menschen Teil des Lebens sind oder waren. Und da komme ich jetzt auch schon auf den Punkt, wie schön wäre es denn, diese Dankbarkeit auch zu zeigen, im Hier und Jetzt zu zeigen. Denn Menschen hinterlassen Spuren. Also zeig deine Dankbarkeit den Menschen um dich herum, die dein Leben begleiten. Das kann selbstverständlich auch ein Lächeln an die Verkäuferin sein, die dir jeden Morgen ein Brötchen verkauft. Das kann aber auch ein kleiner Brief sein, eine Postkarte, ein Telefonat, ein spontanes, eine Einladung, gemeinsam Kaffee zu trinken. All diese Dinge, so kannst du ausdrücken, dass du dankbar bist für die Menschen, die um dich herum sind, dir Zeit schenken, die dich begleiten, dich stützen, wenn es dir mal nicht so gut geht, mit dir gemeinsam feiern und die schönen Momente begehen im Leben. Für all das kannst du dir deine Dankbarkeit ausdrücken und du wirst sehen, es wird nicht nur dich bereichern und dir viele schöne Momente bescheren. Also los!